Was, was, was? What? 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 Ach ne. Mein Opa, Sie können Ihre Finger nicht vom Feuer lassen, ne? Aber diesmal verbrennen Sie sich. Ah! Du, Sie sind Alter. Dieser Drecksamerikaner, oder? Der meinen Jäger Rudi getötet hat, hm? Ich muss sagen, Sie sind ganz schön zäh. Besser als Ihre Soldaten, auf jeden Fall. Was haben wir denn da? Ja, das hätte uns etwas Zeit erspart. Ich verstehe diese Symbole nicht. Oh, Fortuna, so merkwürdig und unvorhersehbar. Ich könnte sie... Ich fühle mich wieder wie ein kleines Kind, das im Wald nach Schätzen gräbt. In diesem Moment wird Geschichte geschrieben. Ich gehöre jetzt zu den größten Abenteurern dieser Welt. Für mich sind Sie nicht als ein Regimeschweiß. Sehen Sie schon. Ja, aber es ändert nichts. Bisher konnten Sie weder mich noch General Strasser beeindrucken, Ärger. Meine Güte, Schreiner, Sie sind ein solcher Korinthenkacker hier. Sehen Sie. Der Code auf König Ottos Karte entspricht genau den Symbolen hier auf diesem Podest. Das ist die Kombination, Sie Idiot! Na bitte. Sind Sie sicher, dass es richtig ist, Helga? Ja, nun machen Sie sich nicht gleich ins Oh. Na endlich! Oha! Was zum... Ja. Also König Ottos kleines Geheimnis, was? Was? Das ist so ein Geheimnis. Aber keine Angst, ich bin jetzt da. Und ich habe lecker, lecker Fleisch für dich. Ja, amerikanisches Fleisch. Kakerle! Kakerle! Ja, mach Kakerle! Ich bin so eine alte Kerl. Klar, so ein uraltes Ding lässt sich, glaube ich, nicht durch sowas beeindrucken. Also. Aber warum hat König Otto dein schönes Gesicht vor der Welt versteckt? Hm? Egal. Zeit zum Fressen. Anna, Dicke! Tja, Freunde des Galio, du Fotz, das ist jetzt der Bosskampf. Naja. Schöne, sag mal A. Ja, so schnell kann ich nicht zielen. So, und das war, jetzt geht's gleich erst richtig los. Ich hätte da unten bleiben sollen. Ah, Munition. Ah, was ist denn hier? Hey, Junge! Scheißviecher! Aber Rüstung. Was willst du jetzt schon wieder? Mann! Lumpenpack, ey. Da, weg mit dem Schießer. Ja. Da ist er tot.
Mach den Mund auf, Schatz. Heute kriegst du Zahnbelach. Heute schieße ich dir eine Blombe in den Zahn, du. Nicht anmeckern, habe ich gesagt. Mist, sicher. Lad nach, Mann! Oh. Jetzt auch nicht, ey. Wo kommen die denn weg, Alter? Schieß doch mal! Jetzt doch nicht, ey. Der schießt sich, der legt jedes Mal seine blöde Knarre nach, die ist immer leer. Mach recht, du olle Zimme. Junge! Ja, da kommst du gar nicht drauf klar. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir den jetzt endlich mal geschlagen kriegen. Wir kämpfen bis zum letzten Atemzug. Ja, ich glaube, ich sollte in die Arbeit, weil Scheiße, nicht schießen wir aus, nicht schießen. Das sollen die mal schön übernehmen. Da kann ich mich schon übernehmen. Boah! Wenn er sich so bewegt, dann kann ich nicht schießen. Na gut, dass alle Zombies sind, da kann er sich jetzt mal in Ruhe drum kümmern. Hinter dem machen. Ja.
Wow. Ach Mann, ey. Auch nicht weniger, da kommen immer mehr. Vielleicht kann ich die ja damit mal einen drüber hauen. Schießt sie auch schon wieder auf mich, oder was? Ah, sehr schön. Na komm her! Ach, Mann! Vergeudet, so ein Dreck. Hause kaputt. Diese Scheißdinger. Wollte aber die andere. Naja, wird aber. Voll. Aber ich will auch nicht zu viel. Toll, jetzt noch einen in der Mitte. Der nervt. Ja, geil. Oh, scheiße.
Mann, wie viel kommen denn da, ey? Scheiße, Mann! Ich treffe aber auch nicht, ey. Das ist ein Kotzen da, ne? Na, lauf doch, VJ! Meine Backe! Da geht doch. Wollen wir nachladen hier? Haben wir nicht mehr. Heftig, Alter. Nachladen, weiter geht's. So, jetzt haben wir endlich diesen Riesenwemser hinter uns, ey. Lief doch mal ganz geschmeidig. Damit können wir nichts mehr. Junge, war aber auch ein. Wenn man das, glaube ich, auf Ultra Hard spielt, dann hast du nichts mehr zu lachen. Dann hast du da echt mal was dran zu knabbern. Vor allem, weil du da die ganze Zeit. Ich hab da hier was geil. Ach, Messerchen. Oh Mann. Dass hier unten so ein Wesen existiert, wohl. Dass da die Oberfläche gekommen wäre, alter Verwalter. Junge, Junge. Die müssten aber früher damals schon viel Zeit investiert haben. Wer auch immer dieses Monster erfunden hat. Mama mia. Nicht schlecht. Aber die Kulisse finde ich einfach geil. Um das mal wieder festzuhalten. Das ist nicht bei Daylight, das ist einfach der Wahnsinn. So. Und mal gucken, was es jetzt hier. Okay, achso, das ist die. Ach, das ist die Schrotflinte. Ja, jetzt könnte ich mir das eigentlich angucken. Was haben wir denn hier? Eine Akte. Wir haben es nicht kapiert. Ne. Sie hatten nie die Kontrolle. Streng geheim. C7. Aua! Das tat bestimmt weh. Alter Scheiße. Scheiß Tote einfach überall. Da ist er ja. Fergus. Kommen Sie! Helfen Sie mir, Sie fauler Hund! Wow. Wie geht's im Kopf, Blesko? Wie haben Sie mich gefunden? Habe einen Notruf von Pippa bekommen. Haben Ihre Leiche gefunden. Wesley haben Sie auch, Fergus. Scheiße, Verfluchte. Komm, junge Dame. Wir müssen dich hier wegbringen. Hey, hören Sie zu, Blesko. Wir können nicht ändern, was passiert ist. Sie haben ganze Arbeit geleistet und die Akte gefunden. Jetzt wissen wir, wo Totenkopfs Basis liegt. Ja, wir wissen es. Können Sie das glauben?
Ich habe diesen Traum. Etwas Wichtiges. Aber es ist weg, wenn ich aufwache. Es war nicht die Zeit für Träume. Ach, verflucht. Hab vergessen, aufs Klo zu gehen. Warum haben Sie mich nicht daran erinnert? Sehe ich aus wie Ihr Babysitter, Fergus? Ach, scheiß drauf. Fast da. Sie haben es diesem Scheißmonster richtig gegeben, BJ. Aber das Größte ist noch da draußen. Das ist vielleicht unsere letzte Chance, das Regime zu stürzen. Wir müssen sie nutzen, verdammt. Die verfluchte Welt zählt auf uns, oder nicht? Aber kein Druck. Bis auf meine verfluchte Blase. Das Monster stirbt nie, wie oft man es auch tötet. Es wechselt nur seine Haut, verändert seine Gestalt. Ich fühle, wie das Gewicht der Welt auf mir lastet. Aber ich stemme mich dagegen. Ein letztes Mal. Dann ist Schluss. Was ein Bild. Hammergeil. So, was... Oh, cool. Wolfenstein, The Old Blood. Also. Richtig geiles Game. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and I vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children. But I have many friends. And some of them. Richtig geile Musikunterstützung. Kommt richtig gut rüber. Oh, the wind,
Machine Games Bethesda. Boah, geil. Mega Gänsehaut, Alter. Affengeil Teil 3 oder so. Das Spiel hat mich richtig gut unterhalten. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Beim Schwierigkeitsgrad ist das dann auch immer so eine Sache. Schafft man das nicht? Ich habe es halt so gelassen. Nachdem ich das ja der Computer abgeschützt war. Aber ich habe den Speicher einmal hochgesetzt. Es war einfach, hätte es sonst nicht hingekriegt. Ich saß hier in der ersten Aufnahme, war nur am Rumfluchen gewesen, dass ich mein Englisch jetzt gekriegt habe. Ja, dauernd diese Zombies da hast und dann haut der da drauf. Das ist dann schon für so einen Hardcore-Gamer oder sowas, wenn du das Spiel wirklich ohne Ende suchtest und immer eine Nummer härter machst, dann kriegst du auch das bestimmt irgendwann hin. Dabei so einer bin ich nicht, noch nicht, vielleicht irgendwann mal. Deswegen habe ich es dann nicht auf der mittleren Stufe, sondern auf der zweiten Stufe gespielt. Und das war aber auch schon. Da musst du dann halt ein bisschen überlegen, wie machst du das und ja, wie gehst du da am besten vor? Ist nicht ganz einfach, aber in dem Grafischen gesehen, was man so gesehen hat, und nicht nur immer auf das Schießen aufs war, war das doch mal sehr gut unterhalten, sehr gut gemacht. Auch die Videoszenen mit Pippa und so weiter. Doch, war gut. Ist nur irgendwie schade zu sehen, dass um ihn herum alles stirbt. Immer irgendwie so. Und er, ja, die wohl beste Kampfmaschine ever. Also, ja, ist. Ja, er tut mir richtig leid, aber er hat sein Sold ja noch gar nicht getan. Da kommt ja noch ein Teil, Wolfenstein. Oh ja. Wir haben ja jetzt Old Blood jetzt als letztes gespielt. Davor war es ja The New Order. Und bei mir wird es auf jeden Fall auch den dritten Teil geben, The New Colossus. Freue ich mich auch schon drauf. Ja. The New Colossus ist aber jetzt etwas länger her. Das habe ich mir beim Gronkh mal angeschaut gehabt. Muss ich zugeben. Weil sowas gucke ich mir bei dem doch mal gerne an. Das lohnt sich bei dem auf jeden Fall zu gucken. Weil der weiß, wie man ein Let's Play gut rüberbringt. Jeder andere wird mir da bestimmt ja zustimmen. Aber ich finde den einfach mega. Das macht er richtig gut. Hat auch eine gute Technik, da kümmert sich auch mal darum, dass das alles läuft, deswegen. So, in dem Sinne habe ich da eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen, sondern Dankeschön, dass ihr euch das noch bis zum Rest angeschaut habt. Auch wenn es einen Monat gedauert hat, jetzt endlich da mal wieder weiterzumachen zu können. Mir war das auf jeden Fall wichtig, dieses Spiel erstmal als erstes durchzukloppen. Dann habe ich wenigstens vielleicht ein bisschen Zeit, um halt mir Gedanken zu machen für die nächsten zwei Projekte, dass ich die auch weiterspielen kann zwischendurch und so weiter und so fort, ja. Also, Freunde, das war Wolfenstein, so Old Blood. Wir haben es endlich durch und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ansonsten könnt ihr mich auch mal gerne abonnieren. Ich habe noch ein paar andere Sachen auf Lager, auch ein paar Retro-Spiele. Könnt ihr mal reinschauen. Ich würde mich freuen. Das war euer Virus. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.